Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur 10. Episode und der Special Transfer Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind heute am Start und werden in dieser Episode nicht nur das Spiel gegen den VfB Bochum bestreiten, sondern auch einige Transfers machen und zwar tatsächlich die komplette Transferperiode, denn, ja, ich denke mal, wir brauchen eigentlich nicht mehr viel darüber reden. Ihr habt in die Kommentare einiges reingeschrieben, was ihr gerne haben würdet, sehen würdet und ich denke mal, daran kann ich mich ganz gut orientieren. Wenn es euch gefällt, lasst für diese 10. Episode, doch einfach mal einen Daumen nach oben da. 500 Likes, kriegen wir das hin? Ich bin mir sicher, ihr packt das. Alles einfach mal, jeder einzelne von euch, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Einfach mal den Klick machen. Es ist für euch nur ein Klick. Für mich hat es eine große Bedeutung. Für euch ist es eigentlich kein Aufwand und ich wäre wirklich sehr dankbar dafür. Wir spielen gegen Bochum, das heißt doch nicht die komplette Transferperiode. Transfer Deadline Day ist immer noch da. Aber davor erstmal diese kompletten, ja, 29 Tage, die es noch sind, werden wir auf jeden Fall angehen. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Videobeschreibung, Link zu meinem Merchandise. Könnt ihr gerne mal auschecken da. Hashtag MGT Army, Hashtag herrlich und Hashtag IG World gibt's da auch. 6% Rabatt bekommen aus Gaming TV, Social Media Links, Instagram, Twitter und ja, würde ich mich sehr drüber freuen. Ihr habt mir gesagt, Max, du Fisch, mach mal eine zweite Königseinheit, eine zweite Trainingseinheit bei Königsmann, machen wir. Und das kommt bei raus. Die zweite ist nämlich ein F. Und währenddessen habe ich mich entschieden. Benito Rahman wird es nicht werden. Emre Mor wird es nicht werden. Fred Friday wird es werden und Bart Finne wird es auch werden. 2,2 Millionen möchte Heidenheim für Bart Finne haben, das finde ich nach einer, oder sehe ich als relativ realistische Summe an, deswegen biete ich 1,2. Und Standard Lüttich möchte Philipp Czauner haben, eigentlich ja nicht, aber ich könnte drüber nachdenken. Jetzt kommt hier ein bisschen Bewegung rein, wir haben noch ein Angebot für Philipp Czauner, diesmal von Rapid Wien, die den auch ganz gerne haben würden, 1,9 Millionen ist da meine Schmerzgrenze. Allerdings haben wir auch zusätzlich noch Anfragebestätigung quasi von Alkmaar und Anton möchte über sein Gehalt sprechen, das machen wir gleich. Ah, die möchten Fred Friday nicht verkaufen. Das ist natürlich jetzt traurig, ich versuche es trotzdem. Gut, dass Anton sich mit 4.000 nicht mehr zufrieden gibt, kann ich ja nachvollziehen, aber mit 5.000 gibt er sich dann zufrieden? Das ist total unnachvollziehbar. Konstantinos Staffilidis hat unser Angebot tatsächlich abgelehnt, nachdem wir uns ja mit Augsburg schon geeinigt haben, weil unsere Liga nicht prestigeträchtig gilt. Also bitte, du hast bei Fulham gespielt. Mal ganz davon abgesehen, dass wir aufsteigen wollen, nebenbei bemerkt, wir haben noch ein Angebot für Czauner, schon wieder. Und, nebenbei bemerkt, wir sind erst an Tag 6, also es geht hier richtig voran. 800.000 von Toulouse, auch das ist mir mal wieder zu wenig. Wir haben sogar 3 Angebote für Czauner. Das ist doch krank. 1,7 würde Lüttich sogar bieten. Dann gehe ich mal lieber auf 2 hoch, bevor wir hier noch irgendeinen Fehler machen. Und was würde der nächste bieten? 1,3 Würzburg. Ihr müsst aber schon 2,3 zahlen. Ihr seid in der gleichen Liga. Bremen will Eggestein nicht verkaufen. Nur für 1,8. Anfangen. Und da segelt es rein. Angebot für Mikko Albonos. Marktwert würde ich ganz gerne noch haben, kriegen wir wahrscheinlich nicht, aber naja. Oh, 7 Nachrichten. Übrigens, oh Gott, das sieht ja gar nicht gut aus. Also wirklich gar nicht. Die Sache ist, ich möchte Albon das eigentlich nicht abgeben, weil ich den gerne mag, aber wenn man es dafür dieses bekommt, könnte ich mir das noch überlegen. Jetzt bietet Nantes für Meier, das sehe ich nicht. Wir müssen unser Angebot für Finne korrigieren, 1,6 gehe ich jetzt erstmal von aus. So, Alkmaar hat gesagt, die Summe ist zu niedrig, allerdings fangen sie an mit uns zu sprechen und das ist gut. Und Anton hat seinen Vertrag verlängert, das ist eine sehr positive Nachricht und die gefällt mir sehr, sehr gut. So, und damit, liebe Freunde, sind wir bereits im nächsten Training und Anton steigt auf die 70, passend zu seiner neuen Vertragsverlängerung. Das wird so aufwendig, das zu schneiden, weil hier wirklich alles passiert, ja. Wir haben hier jeden Tag Nachrichten und jetzt kommt's vor allem. Konstantinos Staffilidis hat das Vorvertragsangebot akzeptiert und wird es ab nächsten Sommer verstärken. Sehr geil. Und jetzt kommt's, ey. Bremen akzeptiert 1,05 Millionen. 1 Million war zu niedrig, sie wollten 1,8. Jetzt sind 1,05 okay. Ich biete mal für ihn, aber auch nur komplett spaßeshalber, weil eigentlich würde ich ganz gerne Friday und Finne haben. Der erste FC Köln hat 1,8 Millionen für Mikko Albonos geboten und das nehmen wir an und damit haben wir unseren Chilen weggegeben und zwar mal wieder zum FC. Die wollen alle wirklich Czauner haben und zwar ernsthaft. So, der AZ Alkmaar hätte gerne 4,3 Millionen für Fred Friday. Wir gehen mal auf 3 hoch, aber ich kann mir vorstellen, dass er doch noch kommen wird. Oh, Lautern bietet auch für Albonos, aber das lasse ich nicht zu, dass er zu einem Konkurrenten geht. Übrigens haben viele geschrieben, dass ich meinen Lieblingsspieler verkaufen soll. Habt ihr eine Meise? Schnecke bleibt hier. Nebenbei bemerkt hat Bart Finne, beziehungsweise hat Heidenheim das Angebot für Bart Finne akzeptiert und das ist natürlich schon mal eine sehr, sehr gute Neuigkeit. Währenddessen hat Johannes Eggestein das Angebot abgelehnt, aber das finde ich auch gar nicht so schlecht, weil ich werde einfach ein bisschen mit dem jetzt, ich werde noch einmal jetzt hier erstmal ein Angebot raushauen, wieder künftiger Stammspieler machen und damit ich eure Meinung noch einholen kann. So, und damit ist es amtlich. Mikko Albonos wechselt. Toulouse gibt 1,8 Millionen für Czauner. Das ist eigentlich voll viel für einen
31-jährigen Keeper mit 69er Rating, aber ich will halt einfach so gesehen nicht. Und das ist typisch Fürth. So, wir haben wieder 7 Nachrichten. Angelino haben wir abgeschlossen, den Scout-Bericht, beziehungsweise ja, das Scouting, aber das ist ja, das ist ganz okay, aber das ist nicht so geil wie Staphylidis und den haben wir jetzt schon. So, und während wir hier gerade sehen, dass ich das Angebot für Meier ablehne, ich habe mich mit der 10er-Position beschäftigt und habe dann nochmal die Kommentare gestalkt und ihr habt ein paar ganz interessante vorgeschlagen, beispielsweise einen Emiliano Marcondes, der spielt momentan bei Nordsjælland, ist also ein Däne, Skandinavier mag ich ja gerne, hat zudem nur noch 6 Monate Vertrag und kann auf den Flügeln spielen. Tom Rogic fände ich nochmal eine Nummer interessanter, der ist momentan allerdings bei Chelsea am Start und das ist Celtic, nicht Chelsea, und das ist natürlich meine Hausnummer, aber den fände ich extrem cool, vor allem weil er schon ein bisschen reifer ist noch als Spieler und auch einiges an Potenzial und den kenne ich schon seit er bei den Central Coast Mariners gespielt hat. Auf der 10 habe ich auch noch andere, habt ihr gerade vielleicht schon gesehen, Edmilson Fernandes von West Ham, den könnte ich mir auch vorstellen theoretisch und natürlich mal wieder die Karrieremodus-Legende aus dem letzten Jahr, Alberto Snack, aber da warte ich auch erstmal auf, was die Anfrage sagt, genauso wie bei Fernandes. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. 6 Nachrichten, wieder ein Angebot für Philipp Czauner, diesmal von Union, das lehnen wir direkt ab, weil direkte Konkurrenz wird definitiv keinen Spieler bekommen von uns. Dazu hat Bart Finne das Angebot akzeptiert, das heißt, wir holen auf jeden Fall schon mal den Norweger als ersten richtigen Winterneuzugang, was ich sehr, sehr geil finde. Dazu antwortet Wien und sagt, dass sie Czauner kaufen für 2,2 Millionen, was gutes Geld ist für den Torwart, also in dem Alter, also läuft auf jeden Fall. Alkmaar will ein bisschen mehr Kohle für Fred Friday haben und das ist auf jeden Fall noch in Ordnung, das Geld haben wir. Die wollen den nicht verkaufen und die wollen 7 Millionen für Alberto Snack. Wir brauchen 10, aber das ist teuer. So, Königsmann hat seine zweite Trainingseinheit wieder verspielt und dafür wird jetzt Finne trainiert und alle mit einem C bis auf Fossum. Naja, Arsenal will Oblak haben, das ist mir ein bisschen zu viel. Und Eggestein, na, Eggestein weiß nicht. Ist übrigens ein ehemaliger Hannoveraner, muss man dazu sagen, ja. In Hannover geboren, genauso wie in Füllkrug beispielsweise. Wäre ja an sich ganz cool. Alle möchten Czauner haben, das ist unglaublich. Wirklich jeder einzelne Verein. Sogar Lugano jetzt. Okay, das ist natürlich ein bisschen lächerliches Angebot im Vergleich zu den anderen. Und dazu kommt noch eins für Karaman. Und das nehmen wir direkt mal an. Per Laie zu Heidenheim. Ich hoffe, da entwickelt er sich. Ich mag Karaman gerne. Versteht mich nicht falsch. Gar keine Frage. Aber das Ding ist, wenn wir jetzt ein paar neue Spieler holen und vor allem Bech da ist, ein Sarin Renbase da ist, ein Klaus da ist, ein Husti da ist, dann ist kein Platz für Karaman. Und bevor er zu wenig Spielzeit bekommt, verleihe ich ihn lieber. Oh, Czauner geht nicht zu Wien, aber Alkmaar hat das Angebot für Fred Friday akzeptiert, was sehr cool ist. Der will aber eine Menge mehr Gehalt haben, als er vorher bekommen hat beim AZ Alkmaar. Übrigens, Finne haben wir ja auch noch und Finne ist ja von Heidenheim gekommen, das heißt, es war quasi ein Spielertausch. Nordsjælland sagt, das ist nicht zufriedenstellend, diese 2 Millionen, deswegen geben wir mal 2,5 für Emiliano Marcondes. Und was sagt Celtic? Die wollen weiterhin 4,7 Millionen haben, da gehen wir da mal hoch auf 3,2. 3,25 ist, glaube ich, eine schöne runde Summe. Na, was heißt rund? Eigentlich das Gegenteil von rund. Aber, naja. Und dann haben wir noch Groningen. Und Groningen, ja, akzeptiert 4 Millionen tatsächlich sogar mal. Für Alberto Snack. Das ist definitiv cool. Und noch ein Angebot für Philipp Czauner. Langsam wird es ein bisschen nervig. Aber ich könnte mir vorstellen, ihn zu verkaufen. Deswegen lehne ich nicht alles ab. Mechelen möchte ihn auch haben. Da verlange ich gleich mal 2,8 Millionen. Und jetzt kommt's. Eggestein hat akzeptiert und ich hole den einfach. Ist mir vollkommen egal, was ihr darüber denkt. Die Million habe ich über, den kann ich notfallsweise noch verleihen. Und damit haben wir ein richtig geniales Talent für die Zukunft, der sogar im Endeffekt noch aus Bremen kommt. Ja, das finde ich ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall, gar keine Frage. Und deswegen, ich setze ihn gleich mal auf eine Leihliste, auf eine Kurzleihliste. Und dann schauen wir, was im Sommer werden wird. Ja, vielleicht können wir ihn da wieder verleihen, dann für eine Saison. Müssen wir mal schauen. Aber wir haben ihn unter Marktwert, also er denkt jetzt schon, er ist unterbezahlt. Wir haben ihn unter Marktwert bekommen. So ein Talent, das ist krass. Und jetzt können wir uns mal angucken, was für einen Staphylidis wir gekauft haben, beziehungsweise wie der aussieht. 73er Rating, übrigens ganz kurz mal Riva Mar geht weg, die geht weg, der geht weg. Den will ich mal scouten, habt ihr auch gesagt, soll ich holen, aber mache ich nicht. Demir hat 74 und Staphylidis hat 73. Ist recht schnell unterwegs, hat dazu gute Flanken. Die Werte sind astrein, voll gut. Oh, Freunde, jetzt ist so eine Sache. Rogic ist an sich mein präferierter Spieler, definitiv. Der wäre nochmal ein Stückchen beliebter bei mir als Alberto Snack. Aber der hätte auch das Angebot akzeptiert. Und da ist jetzt halt so die Sache. Also er ist an sich teurer, ja. Er hat nur einen Potenzialpunkt mehr. Aber er ist halt bei mir schon so, ich mag den extrem gerne aus dem letzten Jahr. Was nicht zwingend heißen muss, dass er dieses Jahr genauso gut ist. Ich nehme den mit Forster Skills. Ich nehme Rogic. Fred Friday, 71er Rating. Schnell unterwegs, körperstark, guter Abschluss. 1,86 groß. Er sieht schon echt gut aus, ne?
Oh, dann würde ich sagen, nehmen wir doch einfach mal an und haben unseren nächsten Neuzugang mit einem unglaublich coolen Namen. Willkommen, Fred Friday. So, unser Vorstand wollte ja, dass wir zwei Spieler unter 20 verpflichten, die das Potenzial des Durchschnitts der anderen Spieler auf der Position übertreffen. Das wird nichts, weil wir verpflichten irgendwie nur Spieler, die 21 sind. Aber dann ist es halt so, dann erfüllen wir das Ziel halt nicht. Das ist dann Pech, Herr Vorstand. Oh, Middlesbrough. Hätte gerne Felix Klaus, allerdings bekommen sie den nicht. Zumindest nicht, wenn es nach mir geht. North Yellen würde gerne 3,7 Millionen für Marcondes haben, aber ich habe ja jetzt Rogic bald. So, jetzt kommen wir in den Bereich, wo es nochmal ein bisschen interessanter ist. Allerdings gehe ich mal hoch auf 8 Millionen, weil Klaus möchte ich wirklich nie verkaufen. Wir haben noch ein Angebot für Philipp Chauner bei 1 Million von Nantes. Das lehnen wir ab, weil es gibt da eine Entwicklung. Die Tess Arnemann akzeptiert 2,1 Millionen wieder. Mal sehen, ob er da jetzt hingeht. Und wir bekommen einen Champions League erfahrenen Spieler in die zweite Bundesliga auf einer Position, wo wir es so dringend nötig haben und brauchen. Das ist doch nur geil, oder nicht? Hey, guck mal, Markenpräsenz haben wir wieder erfüllt. Ein Spieler für eine wichtige oder einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft, Position Mittelfeld. Das haben wir mit Rogic auf jeden Fall abgeschlossen. Übrigens werden wir auch nie mehr im gleichen System spielen wie in der Hinrunde. Es fehlt selbstverständlich noch der Verkauf bzw. die Leihe von Sobirk und auch Chauner ist ja weg. Da müssen wir nochmal einen Ersatz hochholen. Allerdings soll das unsere Elf sein. Vorne mit der Doppelspitze Füllkrug Harnik. Auf der Bank mit Finne, Friday, Sobirk, der da nicht mehr da ist. Eggestein wird dann aufrücken, deswegen nehme ich Sobirk mal runter, falls das Leihangebot noch kommen sollte. In der Reserve haben wir Spieler wie Kreilach, Prip, Husti. Das ist schon ziemlich stark. Klaus, also im Fall von Verletzungen sind wir auch gut aufgestellt. Ich denke mal, damit können wir sehr gut leben. Und Sorg für die Rückrunde auf der Linksverteidigerposition ist irgendwo in Ordnung. Vor allem im Sommer kommt dann halt der Neue. Und der Neue wird dann eben Kollege. Es darf wie dieses sein. Und davor könnte man nur beispielsweise auch Prip hinstellen. Und das machen wir jetzt auch mal, weil Sorg ist nicht gut in Form. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir das sehr gut. Wie sieht es bei euch aus? Philipp Chauner konnte sich mal wieder nicht mit Vitesse Arnheim einigen. Und dementsprechend, oh, 7 Millionen für Klaus. Das wird immer riskanter. Dementsprechend, ja, wird da mal wieder nicht wechseln. Klaus, 9 Millionen. Ich denke mal, das wäre, ja, in Ordnung. Ich gehe jetzt immer 2 höher als sie bieten. Dann habe ich Sicherheit. Habe ich, denn Middlesbrough bricht ab. Düsseldorf, 1,384 Millionen für Chauner. Alles, was sie haben, aber das ist mir egal. Wenn City fertig ist, ne, der Karrieremodus, oder erstmal vorher ist abgeschlossen und Hannover vorher ist abgeschlossen, was, denke ich mal, spätestens in 2 Monaten der Fall sein wird, dann freuen wir uns auf richtig geile neue Karrieren. Das kann ich euch schon mal sagen. Das, ah, Nostalgie. Scouting habt ihr dann immer einen halbwegs interessanten Spieler parat, den wir mal mitnehmen. Wir sind ja kein Manchester City, wo man nur die Spieler mit 92 Potenzial mitnehmen. So, bevor wir ins Topspieler Montag gehen, noch einmal eine Trainingseinheit. Die können wir übrigens gerne, das mache ich jetzt mal ganz kurz hier vorher. Ich gucke mal ganz kurz nach, ob Friday beispielsweise vielversprechend ist. Tatsächlich. Und Eggestein auch natürlich. Na, da müssen wir demnächst mal das Training überdenken. Ist Pech noch vielversprechend? Ja, gut. Müssen wir aber wirklich demnächst mal überdenken. Vor allem eigentlich will ich will Sarah in Rennen pushen. Sarah in Rennen ist mir wichtiger. Wenn ihr wirklich noch irgendwas habt, wo ihr sagt, unbedingt musst du auf der Position nachlegen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten ist unsere Transferplanung natürlich abgeschlossen. Aber das heißt nicht, dass nicht im absoluten Notfall noch was gehen würde. Bart Finnisch steigt direkt mal nach seinem Wechsel auf 70. Schön. Hannover 96 zu Gast beim VfL Bochum. Ein Spiel mit Bedeutung in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Roten momentan auf Tabellenplatz 2, der VfL auf Tabellenplatz 5. Das heißt, tabellarisch schon ein gewisses Topspiel, aber auch von der Emotionalität her. Das letzte Mal, als wir dieses Spiel in Bochum gesehen haben, ging es nach dem Tod von Robert Enke für Hannover 96 in der Saison 2009-2010 um den Abstieg in die zweite Liga. Genauso für den VfL. Der Gewinner würde in der ersten Liga bleiben, der Verlierer würde absteigen. Damals Hannover souverän mit einem 3:0, rettete sich am letzten Spieltag und der VfL musste ins Unterhaus und hat sich seitdem nie wieder wirklich erholt. Dementsprechend selbstverständlich heute die Bochum ein bisschen auf Rache aus. Nur 2 Punkte hinter den Hannoveranern. Das heißt, mit einem Sieg würde man vorbeiziehen an den Niedersachsen. Und das war natürlich das erklärte Ziel der Elf von Gert-Jan Verbeek. Auf der anderen Seite Daniel Stendl konnte aus den Vollen schöpfen, hatte einige neue Spieler per Transfer hinzugewonnen. Allerdings spielte er nur mit einem in der Startelf. Dazu kommen wir gleich. Bochum mit Riemann, Celotti, Kwak-Kwang-Sun, Bastians und Pertl in der Defensive. Davor Lucia und Hoogland auf der Doppel-6, Stiepermann, Eisfeld, Novi Vokas und in der Sturmspitze Peniel Mlappa, der Deutsch-Togolese, der ja mittlerweile für den Togo als Nationalspieler aktiv ist und eigentlich auch zum Afrika-Cup fahren sollte, allerdings das jetzt doch unterlassen hat, weil der Kampf um den Aufstieg mit dem VfL Bochum für ihn Priorität hat. Bei Daniel Stendl dementsprechend nur ein Neuzugang in der Startelf, aber trotzdem einige Überraschungen, denn er behielt seine Linie auch nach der Transferphase treu und bat ein Team auf, das man so in der Hinrunde selten gesehen hatte. Königsmann, Bakalor, Zane, Anton und Prip, Fossum auf der 6, davor dann Bech, Klaus, Rogic und in der Sturmspitze Harnik und Füllkrug, das heißt Doppelspitze, Raute im Mittelfeld und Rogic, der neue Spielmacher, geholt vom FC Celtic aus Schottland.
australischer Nationalspieler, ehemals aktiv für die Central Coast Mariners und mittlerweile gelandet in der niedersächsischen Landeshauptstadt und als neuer Spielmacher von Daniel Stendel direkt ins System integriert. Wir springen rein in die Partie und es ging richtig gut los für die Hannoveraner, die von Anfang an das Spiel machten und auch die erste Gelegenheit hatten. Das ist Tom Rogic mit dem Ball auf Martin Hanek. Das sieht schon mal sehr gut aus, wie er da vorbeigeht an Stefan Celozzi. Und das sieht gleich zum zweiten Mal richtig gut aus, wie ein Messer durch die Butter. 1:0, 9. Spielminute, Hannover 96 geht früh in Führung. Und das war Martin Hanek zu verdanken, der das hier exzellent macht. Zunächst einmal der gute Antritt, wie er da an Celozzi vorbeikommt. Ist der Winkel zu spitz für den Rechtsfuß, deswegen zieht er in die Mitte. Celozzi rechnet damit überhaupt nicht und Riemann kann da absolut nichts mehr ausrichten. Führungstreffer ganz, ganz früh für Hannover 96 und die machten in der Folge genau so weiter, hatten weitere Gelegenheiten und waren das klar überlegene Team. Ballverlust der Bochumer, Martin Hanek mit der Flanke und da ist Rogic mit dem Kopfball. Allerdings geht der noch ein bisschen am Tor vorbei. Die Rückennummern übrigens ein bisschen verwirrend vielleicht für einige 96-Fans. Sie werden, hat Daniel Stendel angekündigt, erst am Ende der Transferperiode geändert, falls noch jemand kommt, damit man alle Wünsche der Spieler berücksichtigen kann. Weiter ging es mit 96, 23. Minute, Tom Rogic auf der Außenbahn, macht das klasse, der Australier. Eine richtig gute erste Partie von ihm, Ball raus auf Felix Klaus, Klaus nochmal zurück auf Rogic, der weiß nicht wirklich, was er da machen soll, deswegen, ne, schönes Zusammenspiel, allerdings der Abschluss dann, naja, in die Defensive der Bochumer hinein. Das war so ein bisschen das Problem, denn Bochum stand hinten relativ solide, machte nach vorne aber überhaupt nichts. Hier mal ein, naja, Schussversuch kann man es eher nennen, von Hoogland. Es gab im Anschluss die gelbe Karte für einen Hannoveraner. Allerdings war das nicht so wirklich von Bedeutung. Marvin Bakalotz, der Rechtsverteidiger, holte sich hier für ein Foulspiel den gelben Karton ab. Dann die 34. Minute, Rogic im 16er und es gibt den Elfmeter für Hannover 96. Der Australier also in seinem ersten Spiel direkt mal mit dem ersten Elfmeter, den er rausholt. Und wir sehen in der Wiederholung, das war zu Recht so gegen Celozzi. Er lässt das Bein stehen, Rogic kann nicht weiter, muss fallen und dementsprechend der Strafstoß gerechtfertigt. Celozzi hatte beim 1:0 nicht gut ausgesehen und jetzt beim 2:0 wohl auch nicht. Niklas Füllkrug überlegt lange, wo er hinschießen soll und entscheidet sich dann letztendlich den Anlaufweg nochmal ein bisschen zu verändern. Bringt den Ball aufs Tor, verliert Riemann, aber der Ball ist zu langsam, viel zu lässig von Niklas Füllkrug und Riemann springt nochmal zurück und holt diesen Ball aus der Ecke. Hannover verschießt also den Elfmeter und das gab Bochum natürlich zumindest ein bisschen Aufwind. Kurz vor der Halbzeit nochmal selbst im 16er, es gibt nicht den Elfmeter, da hatten einige Bochumer Fans genau danach geschrien. Allerdings gab es ihn nicht, zweite Halbzeit, Bochum startete jetzt besser im Lapper mit einem Schussversuch und dann ist im Endeffekt Timo Königsmann da und kann diesen Ball halten. Bart Finne war mittlerweile in der Partie, Hanek auf die Zehen gerückt und der neue Norweger mit finnischem anmutendem Namen im Sturm. Bei Hannover fehlt jetzt aber die Präzision in der Offensive. 67. Minute, Stendel war nicht zufrieden damit, dass bei den 96ern offensiv nichts mehr ging, deswegen musste langsam mal was passieren. Und das sollte dann auch über Uffe Bech. Schöner Ball auf Bart Finne. Der ist ein bisschen zu lang. Er kommt da nicht ganz ran. Grätscht noch ein bisschen übermotiviert in Riemann rein. Der sich aber gar nicht erst beschwert. Aber 75 Minuten durch. Aber 96 kam jetzt wieder ein bisschen gefährlicher vor das Tor. Wieder Ball raus auf Bart Finne, der sehr aktiv war nach seiner Einwechslung. Die Flanke ein bisschen zu weit, aber auf Felix Klaus. Und der legt den Ball nochmal zurück auf Niklas Füllkrug. Elfmeter verschossen, aber das Ding zwirbelt er genial in den Winkel. 2:0, 79. Spielminute. Hannover 96 mit der Vorentscheidung in Bochum. Richtig schön gemacht von Niklas Füllkrug, der sich da einfach mal ein Herz nimmt. Und aus ungefähr unmöglichem Winkel in den, ja, Winkel zirkelt. Schönes Tor, Riemann erneut chancenlos, genauso wie beim 1:0. Felix Klaus holt sich den Scorerpunkt klug zurückgelegt und der 24er macht im Endeffekt seinen Fehler bei Elfmeter wieder gut. Hannover hatte in der Folge jetzt natürlich ordentlich Räume, Platz für Konter und den wollten sie auch ausnutzen, denn genau dafür war auch dieses neue Spielsystem da, mit der Doppelspitze und vor allem mit der schnellen Doppelspitze. Fosse mit der Balleroberung, Martin Hanek und dann plötzlich 3 gegen 2 und Bart Finne, der ist der schnellere von den beiden, bekommt den Ball, hat einen guten Antritt, geht in den 16er, erstes Spiel, erstes Tor für Hannover 96, 85. Minute, die endgültige Entscheidung in Bochum und Bart Finne mit seinem ersten Tor aus Heidenheim gekommen, für ungefähr 2 Millionen Ablösesumme. Und das zahlt sich hier direkt mal aus. Er fügt sich gut ein. Das 2:0 eingeleitet, das 3:0 selbst erzielt. Ein ideales Auftaktspiel für den Norweger, der bei der Einwechslung schon mal den Vorzug erhielt vor Fred Friday, ebenfalls Neuzugang von AZ Alkmaar und vor Arthur Soberg,
dem ehemaligen Hannoveraner Edeljoker. Bandel Stendel war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Es gab dann auch mal einen Doppelwechsel. Füllkrug ging raus und Friday kam rein. Und Uffe Bech ging raus und Noah Joel Sarah in Rennbase durfte nach seiner Verletzung auch mal wieder ein paar Bundesliga-Minuten absolvieren. Noch mal ein bisschen zweite Bundesliga-Luft schnuppern. Base hier auch direkt mal mit der Flanke. Finde, kommt nicht ran, aber Szene noch nicht vorbei. Ball nämlich aus Fossum und der aus 25 Metern einfach mal abgezogen. Klasse Parade von Riemann. Guter Schuss des Norwegers. Das war eine schöne Aktion, die hier dieses Spiel dann aber auch beenden sollte. Wir sehen in der Wiederholung, der war gar nicht mal so einfach zu halten, weil er flattert, aber Riemann wehrt ihn gut zur Ecke ab. Es gibt den anschließenden Eckball, der kommt in die Ecke, in die Mitte getreten von Edgar Pripp, der Kopfball von Bakalort auf der Linie geklärt, dann nochmal Waldemar Anton, der das Ding scharf macht, nochmal Fossum auf Fred Friday, der will auch sein erstes Tor schießen in der Saison, allerdings ist Riemann diesmal auf dem Posten, hält diesen Ball fest und danach war auch Feierabend. Hannover 96 gewinnt also das erste Zweitligaspiel im Jahr 2017. Mit 3:0 gegen den VfL Bochum, eine souveräne Leistung des Teams von Daniel Stendel und Gert-Jan Verbeek. Hat anscheinend noch einiges an Arbeit vor sich. Die Tore, ja, alle drei von Stürmern erzielt. Martin Harnik, Niklas Füllkrug und Bart Finne. Das hat man auch bei Hannover 96 schon seltener in den letzten Monaten gehabt. Und dementsprechend ist das natürlich auch für die mitgereisten Fans und Daniel Stendel ein Zeichen. Genauso muss es weitergehen. Hannover mit 3:0 und setzt sich vom VfL Bochum auf Tabellenplatz 5 ab. There we go, Freunde. 3:0. Was ist das für ein geiler Auftakt in die Rückrunde, oder nicht? Und vor allem unsere Neuzugänge haben sich richtig gut gemacht, würde ich mal so behaupten. Füllkrug zwar mit einem Tor genauso wie Martin Harnik, aber Elfmeter rausgeholt von Rogic, dazu ein Tor von Bart Finne. Richtig herrlich. Passenderweise haben wir nochmal ein Angebot für Philipp Czauner am Transfer Deadline Day. Vielleicht werden wir ihn ja doch noch los, beziehungsweise verkaufen ihn doch noch. Karlsruhe SC hat auch noch seine Aktien. Dem würde ich ihn sogar für 2 Millionen geben, weil die arm sind. Pusht diese Enttäuschung in der Startelf zu stehen, aber so ist das halt mit 33 Jahren. Man kann nicht immer spielen, zumal weil die anderen das gut gemacht haben. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich denke mal, für die Transfers und vor allem, wie sie eingeschlagen sind, kann man auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da lassen. Checkt die Links in der Beschreibung und wir sehen uns am nächsten Video wieder, beziehungsweise am nächsten Wochenende mit der nächsten Episode vom Hannover 96 Karrieremodus. Das war's. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.